Wenn wir alte Fotos sehen, erst dann sehen wir, wie sich die Welt um uns verändert. Insbesondere, wenn sie vom gleichen Standort aufgenommen wurde. Refotografie nennt man das. Und im Internet kann man immer öfter auf Zeitreise gehen. Fotoamateure in aller Welt, insbesondere aus den USA und vermehrt auch aus Osteuropa, zeigen hier ihre historischen Fotokollagen, die dank digitaler Fototechnik scheinbar einen Riss durch die Zeit entstehen lassen. Am Anfang steht immer das alte Foto. Meist ist es eine Stadtansicht, oft ist es eine Postkarte. Postkartenmotive sind meist einfach zu lokalisieren, sogar dann, wenn Bestandteile des Motivs inzwischen verschwunden sind. Der Standort, an dem vor meist über 100 Jahren schon einmal ein Fotograf stand, ist jedoch nicht immer so einfach aufzuspüren. Das ist die erste detektivische Aufgabe eines Refotografen. On doit faire attention au placement. Am allerwichtigsten für das Bild ist die Suche nach dem exakten Ort. Fast alles hängt davon ab, dass Sie die Stelle wiederfinden, von der es gemacht wurde. Dann schauen Sie nach kleinen Details, wie den Fenstern oder einem Kamin. Es geht da um jeden Meter. Die Position des Fotografen von einst muss sogar fast zentimetergenau bestimmt werden. Nur ein Schritt zur Seite oder zurück kann bereits deutlich die Perspektive ändern. Da können wir die vier Fenster sehen. Und da gibt es einen kleinen Zwischenraum zwischen dem Haus und dem Gebäude gegenüber. Und dann sehen wir diese Fluchten, die auf dem Gebäude zusammenlaufen. Das hier ist also der Platz, den wir wollen. Er entspricht zu 100% unserem Foto. Ist die Position gefunden und das Bild gemacht? Völlig perfekt reproduziert ist die historische Fotografie, entgegen des ersten Eindrucks, meist noch nicht. In der Regel muss nachgearbeitet werden, bei Collagen sowieso. Es wird gefotoshoppt. Die Bilder werden transparent überlagert, in ihrer Bildgröße angepasst oder auch perspektivisch gestreckt, solange bis alle Fenster und Hausecken deckungsgleich übereinander liegen. Eine Fleißarbeit, die allerdings auch auf einer großen Faszination für das Thema beruht. Ich denke, man kann natürlich alles rein visuell sehen, eben einfach so, wie es früher aussah. Aber das Problem ist, wenn Sie jemandem einfach nur alte Ansichtskarten geben, wird er es natürlich nie so sehen wie derjenige, der das Foto an gleicher Stelle gemacht hat. Durch das aktuelle Foto sehen Sie durch die Augen einer Person vergangener Tage. Und man bekommt dabei auch eine Ahnung, welche Gebäude alle zerstört wurden und welche erhalten blieben. Das ist wirklich sehr faszinierend, diese Mischung von Zeit im Foto. Um die Faszination Zeit fotografisch auch einmal selbst umzusetzen, bedarf es aber übrigens nicht immer historischer Stadtansichten. Denn historische Fotos ganz anderer Art und die Motive gleich dazu haben die meisten von uns ja bereits zu Hause. Oh, I believe in yesterday.